Kling, 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 Freimarkt ist nun. Kling, 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 wir können nicht ruhen. Kling, 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 Kinder, kommt schnell. Kling, 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 zum Karussell. Wir haben hier ein Freimarktspiel in einigen Aufzügen. Und von Vorzug wäre es natürlich, wir sind damit mobil. Und Sie sehen, wir sind auch hinten Corona-konform abgeklebt. Ja, wir können zu Ihnen hinkommen. Wir können das irgendwie alles prima machen. Aber das... Oha. Was denn? Was guckst du denn? Ich gucke gerade mal in die Entstehungsgeschichte des Freimarktes zurück. Und was siehst du? Wusstest du, dass das ein kirchliches Fest, also kirchlichen Ursprung hat? War es der Freimarkt? Ja, kirchlich? Ja. Ja, auch war es. Die Kirche ist da doch etwas konservativ. Das kann ich dir gar nicht vorstellen. War doch nicht sowas, was wir uns heute darunter vorstellen. Ach so, nicht so eine Vergnügungsgeschichte, sondern ein freier Markt. Das heißt, da konnte jeder seine Waren verkaufen, ohne irgendwelche Standgebühren oder Mietgebühren bezahlen zu müssen oder so. Also so Lebensmittel und Kram. Also, jetzt weiß ich auch, warum man heute noch Pott und Pannen auf dem Freimarkt kaufen kann. Genau. Und vielleicht können Sie sich dann noch so ein bisschen daran erinnern, die historische Öffnung des Freimarktes. So einen Aufzug hätten wir auch in unserem Stück mit dabei, in unserem mobilen Kammerspiel. Deswegen sind wir heute mal in mobiler Deko. Ja. Wir haben natürlich gute Laune im Gepäck und was meinst du? Bitte? Sind Sie bereit für den nächsten Aufzug? Dann schauen wir doch mal an eine Zeit, wo der Freimarkt eine ganz andere Bedeutung hatte, aber eine Karussellfahrt. Und dann geht's weiter. Jupp. Kling, 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 immer herum. Kling, 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 mir wird ganz dumm. Kling, 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 ach, war das schön. Kling, 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 zum Freimarkt zu gehen. Ja, das ist ja schön, dass wir uns sehen, nicht? Ja, du, ist ja Freimarkt, nicht? Ja, du, und ich mach ja jeden Schandudel mit, ja. Und weißt du, eben, nicht? Eben bin ich ja bei meiner Nachbarin gewesen, nicht? Ja, also, weißt du, hier, ich hab dir mal eben so ein Kuvert gebracht, nicht? Da ist ja das Geld drin. Ja, das Geld für die Winterkartoffeln, nicht? Ja, das ist ja ganz wichtig, dass sie mir das ein bisschen aufbewahren tut. Ja, und weil, wenn ich da nicht drauf aufpassen tue, ne? Wenn ich dann ja erst auf dem Freimarkt bin und dann so drin bin in der Rabouille, dann pfeif ein ja auf den ganzen Kanälen, nicht? Und butsch, da ist die ganze Geld ist dann weg, nicht? Ja, aber und weißt du, und nee, da musst du, also wirklich muss man schon so ein bisschen sicher sein, dass das auch was wird. Ja, nicht? Und dann mit dem Freimarkt, da ist das ja so, nicht? Man muss ja immer wirklich ein schönes, ordentliches Programm machen, wann man denn wen hingehen tut. Ne? Also wir machen das ja so, nicht? Also am morgen, nicht? Morgen gehen wir, was machen wir denn nur morgen noch? Also, ach so, ja, morgen gehen wir ja mit den Kindern, ne? Ja. Und Sonnabend, da gehen wir dann mit die ganze Gitsche von Kegelclub, nicht? Ja. Und Sonntag, ja, dann kommen ja die Verwandten vons Land, nicht? Ja, müssen wir ja auch mit hin nach dem Freimarkt, nicht? Ja, du, und denn, nicht? Ach, denn wollen ja unsere Kerls, die wollen ja bestimmt mal wieder da alleine hingehen. Ja, oh nee, also... Ach, weißt du, wohl ist mir bei den Gedanken ja nun wirklich nicht. Nee, du, weißt du was? Ich denke da jetzt schon mit Angst und Schrecken dran. Ja, weißt du, wenn du so, nicht, wenn unsere Kerls da, nicht, da kommen die doch viel zu leicht bei in von Malheur. Ja, weißt du, wenn ich da an denk, so, weißt du, diese ganzen Dai-Dais, die da auf dem Karussell da am Rundzwitschern sind, du, und stell dir mal vor, da hat das eine so just auf mein Kerl abgesehen, du. Nee, und weißt du, der kann sich ja so furchtbar schlecht wehren, nicht? Ja, und wenn ich nicht mit denen an der Hand gehe, nicht, dann ist der ja hilflos. Hilflos wie ein lütsches Kind, nicht?
Ja, aber sonst, aber anders, du ist ja schon einen ganzen Kerl, nicht? Ja, und weißt du, eigentlich brauche ich da gar nicht bange um sein. Nee, der ist schon einen ganzen Brechangel, nicht? Ja. Aber, nee, aber treu ist er ja eigentlich, nicht? Ja. Naja, aber weißt du, ich sage schon immer, alles ist gut, solange das dauern tut, nicht? Ja. Also, weißt du, mein Kerl, nicht? Weißt du. So ein richtiger Don Juan ist das ja auch nicht. Nee. Aber was sollst du machen, nicht? Wenn die Kerls so die Freimarktsluft in die Nase kriegen, du, nee. Denn ist das ja kein Halten nicht mehr, nicht? Nee. Aber macht ja nichts, du. Ich lass die Kerls gehen, du, und dann gehe ich schön nah am Bett hin, nicht? Ja, und dann schlaf ich ja auch wie so ein Baum, nicht? Ja. Du, ja, aber. Aber letztens, ne, das muss ich noch mal eben erzählen. Haben Sie noch mal morgen Zeit? Ja, also letztens, ne? Letztens, also wissen Sie, da lag ich ja so ganz gemütlich im Bett rum, ne? Du, und mit einem Mal, da pingelt das unten an der Haustür, du. Und das pingelt und pingelt. Und ich denke, ach, da macht wieder irgend so einer so ein Aaskram, du. Und da kümmere ich mir gar nicht um. Ne. Aber was soll ich sagen? Außerdem weißt du, mein Kerl, der hatte ja schließlich einen Schlüssel mit, ne? Ja. Aber was soll ich euch sagen, du? Da pingelt und pingelt in eine Tour weg, du. Na, und ich denn ja schließlich doch mal so ein bisschen hoch, nicht? Ja, und gehe dann nach dem Fenster und mache ich so ganz leise auf, ne? Du, und dann gucke ich mal so runter, so in Düstern. Und dann sehe ich doch da unten zwei so Gestalten stehen, ne? Ja, und da habe ich mir schon gedacht, ja, das bestimmt wieder so ein vermuckstes Liebespaar. Ja, du, wenn die so im Gange sind, ne, da gehen die schnell mal so an die Klingelknöpfe bei, ne? Ja, merken die gar nicht. Du. Ja, du, und denn, ne, dann habe ich ja auch, ich glaube, ich habe die Senkstarke da, die Lütte von der Senkstarke, die habe ich da gesehen, du, mit so einem Kerl, ne? Ja, weißt du, die aus der vierten Etage. Ja, das war so ein ganzen Feger, ne? Ja. Ach, na ja, aber eben was anderes, nicht? Ich nehme denn also meine Wasserkruke, ne? Du, und dann pulsch ich so den ganzen dicken Strahl denn so aus, du, über den ganzen Segen über die beiden hin, ne? Du, und dann war Schluss, du. Ja, mit ein Stutz war Ruhe im Karton. Ja, du, und wie ich denn so wieder nach dem Bett hin bin, ne? Da geht die Tür auf, du. Und du glaubst das nicht, du. Kommt da mein Kerl rein. Ja, und der ist klitschenass. Ja, also ich weiß gar nicht. Klitschenass, du, von oben bis unten muss man andenken, nicht? Und ich habe keine Ahnung, wie der dabei gekommen ist. Vor allem, das hat auch gar nicht geregnet draußen. Naja, aber ist ja auch egal, nicht? Was willst du auch machen? Ist ja schließlich Freimarkt, ne? Ja, tschüss. Da geht die Post ab. Das kann ich dir sagen, gar keine Frage. Ja. Und oh ja, wir sind, ich meine, so wie das früher mal war auf dem Freimarkt, da war das ja irgendwie anders. Stellen Sie sich vor, wir würden jetzt auf dem Unser Lieben Frauen Kirchhof stehen. Ja, was soll ich da denn? Auf dem Unser Lieben Frauen Kirchhof, Ha? da stand doch, weißt du es noch? Sie auch? Reiten kann ein Jedermann Ja. im Hippodrom von. Habergarn. Genau. Wie soll ich dir mal was sagen? Ich bin ja in der Neustadt groß geworden. Ne? Ja. Und der hatte ja seine Unterkunft da in der Hohenfußheerstraße. Sag mal, was machen die denn da? Irgendwie. Guck mal, also wenn wir sind jetzt natürlich bei Haberjans. Ja. Oh, guck mal, der junge Mann und ein Offizier, die sind ja irgendwie übel gelaunt. Was haben die denn? Kannst du Ich das weiß sehen? das gar nicht. Da, warte mal. Hä? Sprechen so undeutlich. Ne? Ja, ich kann das nicht verstehen. Duell! Duell? Ja! Die haben sich zu einem Boxduell verabredet. Wo denn? What? Ja, das Boxen fand ich schon immer interessant. am Torfkanal. Ja, Ach, das ja. hat es tatsächlich gegeben. Da ging es um meine Liebe und das hatte was mit Ludwig Franzius zu tun. Was aber genau, das würde ich mir gerne erzählen.
wenn wir den Vorzug haben, bei Ihnen zu Gast sein zu dürfen. Ja, genau. So, jetzt noch eine Karussellfahrt und dann wünschen wir Ihnen ein fröhliches Ischer. Freimark! Ischer! Freimark! Ischer! Freimark! Freimark.